Die liebe Schule und die Liebe zur Schule. Der Podcast für alle, die entweder Schüler sind oder einmal Schüler waren. Ja, hallo Andrea, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf deinen Unterricht. Hallo Sven, schön, dass du da bist. Ich freue mich heute besonders auf diese Podcast-Folge mit dir, denn zum einen sind wir nicht nur in einem meiner Lieblingscafés, vielleicht sogar in meinem Stammcafé hier in Bad Bergzabern, im Café Fleck, sondern ich habe auch zwei Schüler von mir mitgebracht. Und vielleicht wollt ihr euch einmal kurz vorstellen. Also ich heiße Jeremy. Ich bin Marius. Also ich bin 11 Jahre alt und gehe auf die Alfred-Großer-Schulzentrum. Ich bin auch 11 und gehe auch aufs Alfred-Großer-Schulzentrum. Okay, bevor wir aufklären, weshalb ihr heute hier seid, habe ich eine ganz wichtige Frage an euch. Baum oder Einhorn? Einhorn. Okay, damit ist es deine Gang. Ja, offenbar. Ihr sind könnt, meine Schüler? Ja, ihr könnt noch erklären, warum Einhorn? Ja, weil wir das Einhorn halt richtig cool finden und wir fanden auch cool, wie Frau Weber ein Einhornverkauf gemacht hat. Ja. Also ich habe keine Einhörner verkauft. Ja, aber halt es hieß glaube ich Einhornverkauf, oder nicht? Genau, Einhorn-Kuchenverkauf für die Klassenfahrt haben meine Schüler das gemacht, ne? Ja. Also ich mag die Einhörner, weil ich mag an sich rosa Farben und sowas. Und halt, weil Frau Weber meine Sportlehrerin ist. Also Jungs, ich verstehe, dass ihr eurer Lehrerin natürlich hier den Rücken stärkt. Irgendwann, wenn ihr mal erwachsen seid, werdet ihr vielleicht auch Bäume lieben. Wie viele Bäume habt ihr in eurem Leben schon gesehen? Ganz viele. Ja, unendliche. Und wie viele Einhörner habt ihr in eurem Leben schon gesehen? Mindestens zwei. Mindestens zwei, okay, prima. Denn zwei ihrer Schüler waren als Einhörner verkleidet. Ja. Ja. Und wer war das? Olli und Emil. Vielleicht sollten wir die beiden auch mal einladen zu einem therapeutischen Gespräch. Würden sich freuen über ein Gespräch, aber es muss keine Therapie sein, denn Einhörner sind wundervolle Wesen. Das stimmt, ja. Also, Einhörner sind super. Wenn ihr auf Einhörner steht, dann habt ihr immer gute Karten bei Mädchen auch. Ja, Mädchen lieben Einhörner und vor allem liebt euch dann eure Lehrerin, dann bekommt ihr gute Noten und alles ist gut. Ja. Ihr habt euch ja jetzt schon kurz mit dem Namen vorgestellt. Wollt ihr ein bisschen was sagen? Für was interessiert ihr euch? Was macht ihr in eurer Freizeit? Was habt ihr für Hobbys? Also ich mag Fußball und ja, also Fußball sind meine Hobbys, ja. Also ich gucke gerne Serien auf Netflix, ich weiß halt nicht mehr, welche die heißen. Und ich bin in meiner Freizeit auch viel mit Freunden draußen und spiele mit dem Basketball. Mhm. Manchmal auch Fußball. Okay. Jetzt hat es ja einen ganz besonderen Grund, weshalb ihr heute hier seid, weshalb ich euch eingeladen habe. Wollt ihr das kurz erzählen? Ja, wegen unserer... Immer am Morgen kommen wir, also sind die Lehrer da, die begrüßen uns und wir machen halt dann eine nette Begrüßung zurück, wenn man das so sagen kann. Genau, also wir haben quasi anders. Es war an einem Montagmorgen, erste Stunde und ich wurde wundervoll von euch begrüßt. Vielleicht könnt ihr das ja gleich nochmal sagen, wie ihr mich begrüßt habt. Und ich war, ja, wie war meine Reaktion? Erinnert ihr euch noch? Ja, also sie waren erstmal erstaunt und dann haben sich sehr gefreut. Genau, also ich war wirklich den ganzen Tag über richtig gut gelaunt und dachte, dass die Idee dieser Begrüßung von eurem Klassenlehrer stammt, bis ich, glaube ich, am Donnerstag nochmal von euch auf diese Art und Weise begrüßt wurde und danach gefragt habe, welcher Lehrer denn dafür verantwortlich sei. Und habt ihr gesagt, nö, das kommt von uns. Also wie habt ihr mich begrüßt? Guten Morgen, Frau Weber, schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf Ihren Unterricht, weil Sie so gut Sport kennen und eine super Lehrerin sind. Genau, ich glaube, Französisch habt ihr mittlerweile auch mal mit dazu genommen, obwohl ihr mich ja nicht kennt als Französischlehrerin. Und ihr klatscht ja, manchmal im Rhythmus dazu. Ja. Ja, und das Schöne daran ist, dass ihr
jeden Lehrer, jeden euren Lehrer so begrüßt. Ja, also auch ganz individuell. Ja, das ist das Schöne daran. Wie war denn die Reaktion eurer Lehrer darauf? Haben die alle so reagiert wie ich, dass sie also erstaunt verwundert waren? Ja, halt die meisten. Beim ersten Mal eigentlich alle, aber danach, wenn wir es mehrmals gemacht haben, wollten sie schon nicht mehr haben. Wollten sie nicht? Mhm. Also habt ihr eher... Aber ihr macht das immer noch bei jedem Lehrer? Nein, nicht bei jedem. Ja. Okay, die meisten scheinen sich aber noch drüber zu freuen. Ja. Also wir sagen eigentlich bei einem oder zwei, ja, eigentlich dann nur guten Morgen. Ja. Und halt der Name. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Ihr dürft ehrlich sein. Ich dachte eigentlich anders, aber ihr habt mir dann erzählt, dass es ursprünglich... Also Marius war ja früher in einer anderen Klasse. Und dann, wo er zu uns gekommen ist, in ihrer alten Klasse, haben die ja auch so eine guten Morgen, Frau Lehrerin, schön, dass Sie da sind. Dann haben wir halt zusammen weiter erfunden. Ja, und wir wollten halt, so wie wir zu den Lehrern sind, dass sie erstens glücklich, also froh sind an dem Tag. Und weil die Lehrer behandeln uns gut, also müssten wir sie auch gut behandeln. Und deswegen haben wir so gedacht, wenn sie uns gut behandeln, behandeln wir sie zurück gut und machen sowas. Das war aber nicht die originale Idee, sondern doch. Also ein bisschen die andere Idee war eigentlich, dass wir den Unterricht ein bisschen verkürzen, ja, damit wir ein bisschen weniger Unterricht haben. Aber um wegen diesen 20 Sekunden. Macht es nicht wirklich. Ja. Es sei denn, euch fallen ganz viele Dinge ein, die ihr über den Lehrer oder die Lehrerin sagen könnt. Und wenn euch das 5 Minuten lang gelingt, dann habt ihr 5 Minuten Zeit gespart im Unterricht. Also ich glaube, das reicht. Ja. Ja, prima. Das heißt, ihr seid zufrieden mit der Schule, auf der ihr seid? Ja. Was gefällt euch denn am besten? Sport. Und wir haben ja jetzt Musik, Instrumente genommen. Und Musik macht auch sehr Spaß und in Deutsch auch. Ja, also Deutsch und Musik mit Sport sind die besten Fächer eigentlich. Und was müsste im Matheunterricht anders sein, dass ihr sagt, Mathe ist der beste Unterricht, den wir haben? Also fast alles. Keine Zahlen mehr, keine... Na wieso, was, wenn ihr euch hier mal umguckt, hier im Café Fleck, wo seht ihr hier in diesem Raum Mathematik? Nirgendwo. Boden, wie man das ausrechnet. Die Bodenfläche? Genau. Ja, also man kann die Bodenfläche ausrechnen, um zu wissen, wie man die Möbel stellt. Was noch? Genau. Habt ihr noch eine Idee? An der Kasse, da muss man jetzt Geld sehen, wie viel die verdienen. Mhm, sehr gut. Was noch? Zum Beispiel Kamin oder so, wenn man den drin hat, dass er nicht zu hoch ist. Genau, das ist ein kleiner Kamin da hinten. Fällt euch noch was ein? Dass man baut ja manchmal auch noch so einen extra Raum dazu, dass man den Türrahmen richtig ausmisst oder so. Mhm. Wenn du dir hier mal den Tisch anguckst mit den Stühlen dran, was könnte man da mathematisch machen? Die Anzahl, wie du das reinstellst oder die da reinpassen. Genau. Und wenn du jetzt überlegst, da vorne wird ja Kaffee verkauft, was muss man da ausrechnen? Genau, wie viel Kaffee man kaufen muss, damit es für alle Kaffeegäste reicht. Ja. Fällt euch sonst noch was ein, wenn ihr mal an die Decke guckt zum Beispiel? Da ist da hinten ein kleines Loch, da muss was repariert werden. Braucht man dafür Mathematik? Ja, dass die alle gleich sind, diese Platten. Genau, und was passiert, wenn man sich verrechnet? Dass eine dann zu groß ist und die nicht reinpasst. Genau, ne? Und dann muss man nochmal rechnen. Das kostet Zeit, kostet Geld. Das heißt, Mathe ist überall. Ja, auch wenn wir jetzt hier uns diesen Podcast aufnehmen zum Beispiel, dann habt ihr nachher noch Termine, wir haben nachher noch Termine, also müssen wir ausrechnen, wie viel Zeit wir verwenden können für den Podcast, damit wir alle pünktlich zu unseren nächsten Terminen kommen. Okay? Also da merkt ihr, Mathematik ist überall. Wo haben wir denn Physik in diesem Raum? Habt ihr schon Physik? Nein. Okay. Habt ihr so, was hat man in der 5. Klasse?
noch für Fächer? Naturwissenschaft. Zusammengefasst. Ja. Okay. Naturwissenschaft. Wo habt ihr hier Naturwissenschaft? Im Kaffee. Ja, im Kaffee zum Beispiel. Wegen den Kaffeebohnen. Mhm. Noch eine Idee? In den Zutaten überall halt. Mhm. Ja. Ja. Und aus dem Stöhl, weil da ist Stoff drin. Ja, Stoff. Wolle, sowas wie Wolle von Schaf oder so. Kann auch drin sein. Genau. Und was ist bei diesen Stühlen wichtig? Leder. Ja, und wenn du dir diesen Stuhl anguckst und jetzt sitzt auf einem Stuhl sitzt Jeremy, auf den anderen Stuhl sitze ich, was müssen beide Stühle können? Uns aushalten. Aushalten, das heißt, man muss ausrechnen, wie schwer so ein Stuhl belastet werden kann. Wenn ihr euch jetzt überlegt, es ist heute ziemlich warm, ja, was kann man da mit Naturwissenschaft machen? Also die Temperatur wird ja gemessen, mhm, und das macht man so als Naturwissenschaftler. Und wenn die Temperatur zu hoch ist und dann zum Beispiel irgendwelche Geräte zu heiß werden, was kann man da tun? Vielleicht die Leitung stellen, dass die abkühlen. Genau, ne? Sowas. Das heißt, ihr merkt, überall gibt es Naturwissenschaft, Mathematik. Okay? Ja, und eure Lehrerin hat etwas sehr Schönes gesagt diese Woche in Bezug auf diese heißen Temperaturen, die wir im Moment haben. Magst du es nochmal wiederholen? Ja, als ich sie gerade begrüßt habe, habe ich sie auch gefragt, wollt ihr jetzt nicht lieber im Schwimmbad sein, als diesen Podcast mit uns aufzunehmen? Ich habe in dieser Woche gesagt, es ist eigentlich verboten, bei so einem Wetter Hausaufgaben aufzugeben. Ja. Wie seht ihr das? Sollte man, wenn es so heiß ist, Hausaufgaben machen? Nein, weil wenn du zum Beispiel nach Hause kommst und die Hausaufgaben viel sind, hast du halt nicht mehr so viel Zeit, um vielleicht rauszugehen oder vielleicht musst du dann noch mal länger warten, dass der Bus kommt, weil der kommt ja immer nur um bestimmte Zeiten und so. Mhm. Und dann vielleicht, wenn man noch mal eine Stunde warten muss, hat man auch nicht mehr so viel Zeit. Und ihr seid ja auch beide in der Ganztagsschule, ne? Ja, nee, also ich jetzt nicht mehr. Du jetzt nicht mehr? Also wir haben, also ich mich für eine Woche immer abgemeldet. Zum Beispiel jetzt meine Oma schreibt einen Zettel, ich möchte Markus von der GTS, also Ganztagsschule, abmelden. Dann machen die das halt und dann dürfte ich, also darf ich 13 Uhr mit dem Bus nach Hause fahren. Ja gut, jetzt ist es nachmittags, dass man da natürlich mehr Freizeit haben möchte und keine Hausaufgaben möchte, ist klar. Jetzt ist die Frage, was ist denn der Unterschied, wenn es so heiß ist? Habt ihr das Gefühl, dass ihr da leichter lernt oder nicht so leicht? Nein, oder? Also es ist viel schwerer, sich zu konzentrieren. Zum Beispiel in der Ganztagsschule, da bist du in einem Raum mit anderen Kindern. Die wollen nicht drin sitzen und du willst nicht drin sitzen. Wegen der Hitze, du willst raus, aber die Lehrer wollen halt nicht, dass du rausgehst. Mhm. Deswegen. Du willst halt auch ein Schwimmbad wegen der Abkühlung und so, man kann sich nicht konzentrieren, weil du willst an solchen warmen Tagen, die hast du ja davor nie gehabt, zum Beispiel im Winter oder so, und die willst du genießen. Zum Beispiel am Wochenende kannst du die immer genießen und wenn du dann halt unter der Woche Hausaufgaben machen musst, hast du nie so viel Zeit, um das Wetter zu genießen und dann hat man halt am nächsten Tag Pech, wenn es dann vielleicht regnet oder so. Ja. Es gibt auch Schulen, die Freitag keine Hausaufgaben mehr aufgeben, weil sie sagen, es gibt zum einen natürlich das Wochenende, das für die Familie ist, und zum anderen gibt es auch Kinder, die zum Beispiel am Wochenende jemanden Besonderes besuchen, vielleicht einen Elternteil oder die Großeltern, und dann möchte man da eben die Zeit auch lassen. Habt ihr das Gefühl, dass eure Lehrer freitags weniger Hausaufgaben geben, gar keine Hausaufgaben geben oder dass es egal ist? Also wir bekommen eigentlich wenig Hausaufgaben, bloß dann immer an den Tagen, wo wir Englisch haben, bekommen wir eigentlich die meisten Hausaufgaben, weil Englisch bekommen wir jeden Tag auf. Woran glaubst du, liegt das? Also sie hat auch immer in einer Stunde versucht, sie mit uns so viel zu machen, was wir eigentlich gar nicht schaffen können. Und dann kriegen wir das, was sie noch geplant hat, als Hausaufgaben auf, plus die Hausaufgaben, die sie geplant hat. And do you speak English? No. Aber trotzdem ist die Frage verstanden. A little bit. A little bit.
Ja. Freitag kriegen wir ja noch ein bisschen mehr auf Hausaufgaben und Englisch auf, weil wir das ja dann erst am Dienstag haben. Dann sagt wir haben ja 5 Tage Zeit für die Hausaufgaben. Okay, also das ist etwas, wenn du mal Lehrer bist, dann machst du das anders? Ja. Okay. Ich weiß ja von dir, Marius, dass du jetzt die Schule wechselst am Ende des Schuljahres. Gibt es irgendetwas, was du an der Schule besonders vermissen wirst und was du dir vielleicht in der neuen Schule wünschst? Also ich werde vermissen meine ganzen Freunde, den Deutschunterricht, den Sportunterricht, halt eigentlich alle Unterricht, jeden Unterricht, weil du magst eigentlich die Lehrer. So, und an der neuen Schule würde ich mir wünschen, ein Basketballverein, weil ich will unbedingt Basketball spielen. Ja, das lerne ich. Und irgendwie gibt es für dich irgendetwas an der Schule, vielleicht ein Lieblingsort oder etwas, was du besonders magst? Also in der Schule, ich finde meine Klasse gut, weil meine Klasse, die macht halt nicht so viel Quatsch. Und ja, eigentlich ist die Klasse perfekt eigentlich. Also ich mag die Klasse. Aber wenn du so eine oder ihr eine Traumschule im Kopf hättet, wie sollte Schule für euch aussehen, wenn ihr euch die Schule zusammenbasteln könntet? Also ich würde es so wie beim Basketball, ein richtig großes Basketballstadion haben, so, wo auch die NBA drin spielen würde und so. Und halt so einen richtig schönen Klassenraum. Der größer ist? Ja, halt wo man ein bisschen mehr Platz hat. Bunter ist? Bunter nicht, so weiß. Und vielleicht noch LEDs im Klassenraum, wenn man einen Film guckt. Für dich rosa dann? Nein, ich eigentlich nicht, aber ich würde so gerne, ich mag solche Schulen, die sowas sind, wo das mal extra Fächer, also da hast du jetzt, wenn du jetzt Fußball wählst, da hast du mehrmals in der Woche Fußballtraining mit der Schule, hast also so ein Fußball. Dass du so einen Schwerpunkt wählen kannst. Und oder halt, wenn du Musik machst, dann hast du mehrmals in der Woche Musik und dann halt so auch Basketball und sowas. Dann sind auch die Kinder glücklich, wenn sie sowas haben. Nicht, dass du jetzt genauso viel Englisch hast wie Sport. Ich meine genauso viel Englisch wie halt Mathe, das ist halt dumm. Das heißt, wenn ich euch richtig verstehe, würdet ihr als zusätzliche Schulfächer zum Beispiel jetzt Basketball und Fußball noch mit dazu nehmen? Dass ihr sagt, wir nehmen jetzt Basketball. Was kann man denn außer Basketball spielen oder Fußball spielen beim Fußball und beim Basketball noch lernen? Was könnte man da machen? Welche Fächer könnte man damit kombinieren? Also beim Basketball kannst du zum Beispiel, also tust du ja werfen, du übst auch ein bisschen werfen, passen, also so einen Handpass und ja, man könnte auch noch spielen. Also Handball spielen wir jetzt gerade im Unterricht, ja. Also als Fußball, das kann man nicht vergleichen mit Musik oder sowas, also weiß ich auch nicht. Ja, man kann ja Rhythmus. Also Rhythmus? Ja, Rhythmus schon. Also, oder schießen? Ja. Man könnte die Sportart auf Englisch machen. Hättet ihr dann mehr Lust auf Englisch plötzlich? Ja. Nein, aber es gibt jetzt ein Fußballspiel, das heißt Englisch. Da musst du ein englisches Wort machen und dann ans Tor schießen. Also ich weiß nicht genau, ob es so geht, aber ich glaube, so haben wir es immer gespielt. Kann man es mit Mathe verbinden? Ja, bestimmt. Indem du eine Aufgabe stellst, die dann zum Beispiel richtig macht und dann von ein bisschen was nicht triffst, dann bestimmt so eine Bestrafung oder so. Oder was du dann halt triffst. Oder man macht Körbe beim Basketball, muss danach eine Matheaufgabe lösen und der Punkt zählt nur, wenn die Aufgabe richtig ist, zum Beispiel. Ja. Ne? Also das heißt, wenn man jetzt eine Möglichkeit hätte, Fächer miteinander zu kombinieren, und für euch als Jungs jetzt eben so sportliche Sachen, würde euch das in der Schule leichter fallen oder hättet ihr einfach nur mehr Spaß oder hättet ihr das Gefühl, dass ihr gar nicht richtig lernen müsst, sondern es so nebenbei läuft? Was wäre dann anders? Also, dass wir dann nicht so viel lernen müssen. Also, ich würde mir dann auch schon ein bisschen mehr Spaß machen. Würdet ihr denn sagen, Jeremy, würdest du sagen, dass du guter im Fußball bist? Also, ich würde nicht sagen, also ja, kann man schon, aber ich würde nicht sagen, dass ich schlecht bin. Dass ich schlecht bin, würde ich nicht sagen, aber dass ich jetzt gerade so gut bin, auch nicht. Und was muss man denn tun, um ein super Fußballer zu werden? Also, man muss beim Training, da sagt der Trainer zum Beispiel, du sollst jetzt rennen. Und es gibt Leute, die einem rennen so eine halbe Runde und die andere halb laufen sie dann so.
Man muss einfach halt das Training durchziehen und einfach machen. Wenn du da dann mitten aufhörst und einfach wieder läufst und nicht joggst zum Beispiel, dann bringt es ja auch nichts. Du brauchst Ausdauer. Ja. Und man muss dranbleiben und immer die Übung machen, oder? Ja. Und was muss man tun, Marius, um ein guter oder super Basketballer zu werden, um in die NBA zu kommen? Also du musst eine gute Konzentration haben beim Werfen vor allem. Wenn du das hier mit einer Hand an der Seite und einem hinten, dann musst du die an der Seite immer so lassen, dass der gerade fliegt, dass er sich so leicht nach hinten dreht, dass er auch gerade fliegt und dann gut in den Korb reinkommt. Und eine Ausdauer brauchst du jetzt nicht so, weil du rennst ja nicht so viel. Du musst also Kraft haben, erstmal um den Ball hochzuwerfen und zu passen können, halt weitere Pässe. Und ja, So, und jetzt, wo ihr wisst, wie man ein guter Fußballer wird oder ein guter Basketballer, was muss man dann tun, um gut in Mathe zu werden? Also auch üben und einfach machen. Okay. Also viel lernen, ja. Aber wie lernt man? Das sagen ja wahrscheinlich eure Eltern auch, musst mehr lernen oder musst viel lernen. Und ein Englischlehrer sagt, jetzt habt ihr 5 Tage Zeit zum Lernen. Aber wie lernt man denn richtig? Also meine Mutter sagt, wenn man faul ist, man ist eigentlich sehr gut in Mathe, aber man ist einfach faul. Wenn man nicht faul ist, dann kann man alles machen, dann ist Mathe für dich einfach. Aber die Kinder wollen halt das nicht machen. Du kannst lernen, indem du erst im Unterricht aufpasst und dann weißt, wie du das ausrechnen musst. Du weißt auch, wie du das rechnen musst. Dann kannst du halt auch zu Hause so üben, wie du im Unterricht übst. Okay. Hättet ihr Lust, dass wir euch nach dieser Aufnahme einen Trick zeigen, mit dem ihr im Kopf Matheaufgaben schneller ausrechnen könnt als eure Mama mit dem Taschenrechner? Ja. Ja? Ja. Dann mal zeigen wir euch das nachher mal. Ja? Ja, was hast du noch für... Ja, ihr habt ja vorhin von eurer Traumschule gesprochen. Wie sieht denn das aus mit dem Aufstehen? Würde eure Schule um 7.55 Uhr anfangen? Nein. Eure Grundschule oder... Also ich bin eigentlich Frühaufsteher, ich kann nicht lange schlafen. Und deswegen würde für mich so die Schule so ab 9 oder halb ab 8 passt mir auch, weil ich stehe so früh auf. Ich liebe es. Ich kann nicht lange schlafen. Und wie viele Stunden kannst du dich dann konzentrieren? Was wäre so der perfekte Schultag für dich? Ja, so 4 Stunden. 4 Stunden. Ja, so von 9 bis 13 Uhr halb oder so. Oder 12. Also ich würde auch so 9, halb 10 so, halt dann aber bis 16 Uhr halt und dann die letzten 1-2 Stunden kannst du halt machen, was du willst. Zum Beispiel so ein Training aussuchen, Fußball oder so, ja. Würde Sport eher am Morgen oder am Mittag dann stattfinden? Am Morgen und halt, man kann halt so mittags machen. Und ich würde eigentlich jeden Tag einmal Sport machen. Gibt es ein Wunschfach, das es noch nicht gibt in der Schule, jetzt außer Sport, was ihr euch vorstellen könntet? Was wäre das? Also in anderen Ländern gibt es ja auch so ein Fach Informatik. Ich weiß nicht, ob es das hier in Deutschland gibt. Ja. Aber in Informatik, da lernst du halt alles über Computer. Das würde ich auch gerne machen, so Computer, so Spiele. So ein Fach, wie du Spiele erstellen kannst oder halt viel da über den Computer lernen kannst. Könnt ihr euch sowas für die Zukunft vorstellen als Beruf oder geht ihr schon eher in den Sportbereich? Also ich würde eher im Sportbereich bleiben. Ich auch. Ich weiß, dass ich es wahrscheinlich nicht wie NBA schaffen werde, aber ich Aber so ein Profi dran. Möchtest du schon werden, Profi-Basketballer und du Profi-Fußballer. Also ich will dranbleiben, also ich will jetzt auch nicht aufgeben. Woher weißt du, dass du es nicht in die NBA schaffen wirst? Also ich bin mir irgendwie so sicher, dass ich es nicht so schaffen werde. Aber ich versuche halt ein bisschen zu geben und vielleicht schaffe ich es ja doch. Wer könnte dir denn helfen, in die NBA zu kommen? Vielleicht, wenn ich einen kennen würde, der schon gut ist und vielleicht ein Profi ist. Und ich mit dem dann zum Beispiel jeden Tag oder jeden zweiten Tag trainieren würde. Wen kennst du denn, der in der NBA spielt? Noch keiner, aber ich meine, wenn ich zum Beispiel über Instagram mit jemandem Kontakt aufbauen würde, ein deutscher Profi, sogar Basketballspieler, und mit dem dann halt immer zum Beispiel treffe, ich fahre mit dem Zug oder so hin und übe dann, also trainiere dann ein bisschen immer mit dem.
Wer ist denn so Vorbild für dich? LeBron James, ja. Mhm. Wäre das ein Grund für dich, Englisch zu lernen? Ja, auch. Und für die NBA brauchst du. Weil auch in Deutschland spielen manche Engländer, mit denen musst du Englisch reden, weil die kein Deutsch können. Mhm. Ja. Okay, und wo kann man dich beim Basketballspielen sehen? Wo spielst du im Moment? Ich spiele noch gar nicht. Also ich spiele immer so auf unserem Streetballplatz. Deswegen wünschst du dir den Verein in der neuen Schule? Ja. Mhm. Ist denn in der Nähe von der neuen Schule in dem Ort ein Verein? Wir ziehen in ein Dorf, Offenau. Mhm. Und da genau, dort ist auch ein Basketballplatz. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen richtig gesagt habe. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Okay. Und bei dir, was möchtest du mal beruflich machen? Was bist du jetzt schon, was du dann irgendwann mal beruflich machst? Also ich würde gerne so Fußballer machen. Also, mir macht Fußball sehr Spaß. Hast du einen Lieblingsfußballer? Also ich habe ein Vorbild, aber Lieblings weiß ich nicht mal. Ja, Vorbild? Mhm. Also mein Vorbild ist Joshua Kimmich, weil der ist halt Mittelfeldspieler und ich mag es, hinten und vorne zu spielen, deswegen... Und ist auch sehr gut. Hast du schon mal versucht, ihn zu kontaktieren? Nein. Das ist ja das Erste. Wenn man jemanden gut findet im Sport, dann guckt man mal, ob man ihn irgendwie kontaktieren kann. Instagram? War eine gute Idee. Eine gute Idee. Heutzutage ist Kimmich auch auf Instagram? Ja. Ja. Okay. Also, Instagram. Da entstehen die zukünftigen Brieffreundschaften. Ja, gibt's noch irgendwas, das ihr erzählen wollt? Irgendwas, was ihr den Lehrern, den anderen Schülern, den Leuten, die dann diese Podcast-Folge hören, sagen wollt, was man in der Schule machen oder nicht machen sollte? Dass ihr, wenn ihr einen Traum habt, immer versucht dran zu bleiben und nie aufgibt. Ja. Kann man noch nicht mehr sagen dazu. Ja, das hast du super gesagt. Mhm. Versprichst du mir, dass du in der neuen Schule versuchst, die Lehrer genauso zu begrüßen? Wie habt ihr es eigentlich geschafft, eure Mitschüler davon zu überzeugen? Das hat mich noch interessiert. Also wir haben gesagt, dass es sehr lange dauert, die Begrüßung. Und dann waren eigentlich schon alle dabei. Man muss auch nicht mehr sagen. Dann haben die gesagt, ja, wir sind dabei und haben uns dann einfach nachgesprochen. Und ich glaube, nachdem sie gesehen haben, wie sehr sich die Lehrer darüber freuen, war es sowieso klar, dass ihr das jede Stunde macht, oder? Ja. Macht ihr das auch außerhalb der Schule, dass ihr zum Beispiel in ein Geschäft reinkommt und sagt, guten Morgen, schön, dass Sie da sind, ich freue mich auf Ihre Brötchen, oder beim Friseur, guten Morgen, schön, dass Sie da sind, ich freue mich auf Ihren Haarschnitt? Nein, das machen wir nicht. Nur in der Schule. Okay. Aber meint ihr, die anderen würden sich auch freuen? Ja. Bestimmt. Weil die haben es bestimmt noch nie erlebt, sowas zu hören und so. Vor allem, wenn dann Kinder reinkommen, dann freut man sich ja immer noch mehr. Genau. Ja, zum Beispiel jetzt in der Schule, wir haben ja manchmal Vertretungen und so. Und wenn wir das machen, dann sagen die Lehrer immer schon, ich bin schon 20 Jahre lang in der Schule und höre das erste Mal so eine Begrüßung. Ja, und freuen sich, ne? Ja. Ja. Ich muss immer daran denken, wenn ich irgendwo sehe, ich war vor kurzem frühstücken und da stand auf einem Tisch, schön, dass Sie da sind, muss ich immer noch denken. Und ihr seht ja, wie sehr mir das gefallen hat, dass wir das jetzt mit in den Podcast übernommen haben. Genau. Ja, ihr zwei, dann vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier von eurer Schulzeit zu erzählen. Ihr bekommt jetzt gleich noch von uns zwei Geschenke. Ich hole mal gerade. Also, einmal bekommt ihr ein Buch, weil Lesen total cool ist. Da drin Speed Learning für bessere Noten. Das ist ein Buch, in dem ihr erklärt bekommt, wie ihr, egal in welchem Fach, bessere Noten bekommen könnt, wenn ihr noch nicht in allen Fächern eine 1 habt. Steht zum Beispiel auch drin, wo überall Mathematik ist im Leben, wie man Physik besser merkt und so weiter. Ja? Und dann bekommt ihr diese Armbänder. Ihr seht, ich habe auch so ein Armband. Das ist
ein Erfolgsarmband. Dieses Armband soll euch daran erinnern, wenn ihr das tragt, dass ihr immer daran glaubt, dass ihr eure Träume erreichen könnt. Egal, ob bei der NBA zu spielen, Profifußballer zu werden, die das hübscheste Mädchen in der Klasse auf eine heiße Schokolade einzuladen oder mit der Lieblingslehrerin einen Podcast aufzunehmen. Die Träume werden wahr und dieses Armband kann euch daran erinnern. Magst du noch kurz erzählen, woher das kommt, das Armband? Das ja, genau. Dieses Armband hat tatsächlich eine besondere Bedeutung. Und zwar ein Freund von mir ist König in Afrika von einem Volk, das dort diese Armbänder herstellt. Und von ihm habe ich diese Armbänder. Das heißt, die wurden in Afrika extra für Kinder wie euch in der Größe hergestellt. Und dort werden sie Glücksarmbänder genannt, weil man dort glaubt, dass man viel Glück im Leben haben muss, um seine Ziele zu erreichen. Und wir nennen sie unsere Speedlearning-Armbänder, weil man beim Speedlearning immer so lange weitermacht, bis man seine Ziele erreicht hat. Okay? Dann nochmal vielen Dank. Ja, vielen Dank euch beiden. Und normalerweise hat Frau Weber das letzte Wort, aber heute dürft ihr das letzte Wort haben. Danke, dass wir hier sein durften und danke für die Geschenke. Es war sehr schön hier. Ja. Und ich sage trotzdem nochmal schön, dass ihr hier wart und ich freue mich auf unsere nächste Podcast-Folge. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe über die liebe Schule. Wenn du uns live an deiner Schule erleben möchtest, dann schreib uns unter info@speedlearning.school.